Moin Leute, ich habe mir einen extrem günstigen DIY-Lithium-Eisenphosphat-Akku aufgebaut und möchte euch heute zeigen, wie der aktuelle Stand des Akkus ist, was die Akkus taugen, die ich gekauft habe, wo ich die Akkus her habe, welche Teile ich verwendet habe und wie teuer das Ganze insgesamt war. Zudem habe ich bereits 16x 230 Amperestunden nachbestellt und habe schon richtig Bock auf über 20 Kilowattstunden zu kommen. Okay, fangen wir erstmal an. Ich befinde mich hier in einem Stahlcontainer. Also die Akkus, die hier drunter sind, sind in einem Stahlcontainer. Also das Ganze ist hier quasi außerhalb bei uns im Garten. Das ist auf der einen Seite cool, da man die ganze Elektronik und die Akkus aus dem Haus raus hat. Aber natürlich ist das Teil super schlecht isoliert. Ja? Lithium-Eisenphosphat-Akkus mögen nämlich keine sehr hohen und keine tiefen Temperaturen. Hohe Temperaturen können sogar zu einer sehr stark verkürzten Lebensdauer führen. Aus dem Grund habe ich eine Lüftung eingebaut, die im Sommer die Luft rauszieht und für Kühlung sorgt. Da oben könnt ihr die sehen. Also, außerdem habe ich das Dach des Containers mit so einer weißen Plane überdeckt, um etwas Schutz gegen eine starke Sonneneinstrahlung zu erhalten. Die Temperaturen im letzten Sommer waren bisher immer in Ordnung und nicht über 35 Grad, was völlig im grünen Bereich ist. Wobei ich es noch nicht den ganzen Sommer am Laufen hatte, deswegen warten wir den nächsten Sommer ab und gucken da, wie es funktioniert. Okay, jetzt im Winter sieht es natürlich total anders aus. Wie ihr seht oder wie ihr eben gesehen habt, habe ich die Akkus erstmal provisorisch eingepackt und zwar hier mit einfach mit solchen Kunststoffteilen, wo die Akkus auch drin eingepackt waren. Wie gesagt, das ist nur vorübergehend zum Testen. Zusätzlich habe ich hier noch diesen Temperatursensor, den ich mir selber gebaut habe, aus einem Arduino D1 Mini zusammengebaut und einem DH18B20 Sensor. Und hier ist noch eine Heizschlange, die man so gebräuchlich überall kriegt, die einfach einmal quasi drumherum gewickelt ist und bei 3 Grad anspringt und bis 10 Grad dann zusätzlich heizt. Die hat, glaube ich, 15 Watt pro Meter, also das sind 2 Meter, also 30 Watt, eine 30 Watt Heizung. Bisher sieht es ganz gut aus. Ich zeige euch hier oben den Temperaturverlauf der letzten Tage. Und der war immer über 5 Grad Celsius, was völlig in Ordnung ist. Also das scheint bisher sehr gut zu funktionieren, was ich mir hier ausgedacht habe. Wenn die ganzen Werte jetzt weiter so stabil bleiben, wie sie momentan sind, dann werde ich vermutlich hier das Ganze nochmal ordentlicher bauen, also hier einen guten Kasten drum machen und das alles in Steinwolle einpacken. Hier seht ihr die Akkus und die sind jetzt schon seit einigen Wochen in Verwendung und zwar rund um die Uhr und das ist ja sehr gut und bisher wirklich ohne jegliche Probleme. Es handelt sich hierbei um Li-Shen-Akkus, 202 Amperestunden, wie gesagt Lithium-Eisenphosphat. Firmen wie Li-Shen, Kettle oder Eve sind so die größten Hersteller in China und beliefern eigentlich alle möglichen Firmen weltweit, zum Beispiel auch Tesla. Und ich habe die Akkus hier bei dem Shop bei Alibaba gekauft, namens Shenzhen Basin. Und der Shop wusste auch damals von meinem Kanal zum Beispiel nichts. Und ich habe auch nichts an Rabatt, Geld oder sonst irgendwas hierfür erhalten. Ich habe die ganz normal als stinknormaler Kunde bestellt und die wussten nichts davon. Ich habe die Lade- und Entladespannung der Akkus auf 90 Ampere begrenzt. Ja, also knapp 0,5C, mit denen ich die betreibe und werde das auch erstmal so lassen. Das reicht dicke und schont halt auch die Akkus. Und zusätzlich habe ich natürlich die Akkus auch alle getestet, und zwar auf internen Widerstand, auf Selbstentladung und die Kapazität. Und die Ergebnisse zeige ich euch jetzt, damit ihr das nachvollziehen könnt. Fangen wir mit dem internen Widerstand an. Das ist in meinen Augen der absolut wichtigste Wert, um einen Akku schnell zu prüfen und zu checken, ob alle Zellen auch gleich gute Qualität haben. Ich habe alle 16 natürlich getestet, sofort nachdem die angekommen sind, mit diesem YR1030. Der Link, wenn ihr das Ding auch haben wollt, ist unten in der Beschreibung. Und alle 16 Stück hatten wirklich exakt 0,16 Milliohm und wirklich exakt. Also das fand ich schon krass und da würde ich sagen, viel besser geht's nicht. Die hatten auch alle exakt dieselbe Spannung, als sie angekommen sind. Also alles sehr, sehr gut. Okay, die Selbstentladung ist wahrscheinlich in meinen Augen mit einer der wichtigsten Tests. Hierfür habe ich die Akkus auf 3,3 Volt geladen und dann 30 Tage stehen gelassen. Bei Beschädigungen am Separator oder wenn die total alt sind oder so, dann würden die über dieser Zeitspanne auch trotz der flachen Spannungskurve größere Spannungsverluste erleiden. Das würde man sehen. Und ich zeige euch hier jetzt die Messung, die ich gemacht habe. Und was ihr seht, ist halt, dass in den ersten Tagen nach dem Laden ein leichter Spannungsverlust von so circa 0,2% auftritt und danach alles super konstant bleibt. Und genauso soll das auch aussehen. Also so ist es perfekt, schön flach, so soll es sein. Ja, dann ist in der Regel alles okay. Ihr könnt die natürlich auch vollladen, wenn ihr wollt. Das Problem ist, wenn ihr die vollladet bei 3,65 Volt, hat man initial einen höheren Spannungsverlust. Das ist normal.
Also möglicherweise ist der Test in der Mitte hier auch tatsächlich sogar etwas besser. Erstaunlich war, dass alle Akkus absolut identisch verlaufen sind. Also das ist jetzt nicht nur eine Kurve, die ich euch zeige, sondern das sind alle und die sind absolut identisch gewesen, was ich sehr, sehr gut finde, weil das bedeutet im Prinzip, dass die alle wirklich aus einer Charge sind und alle ähnliche Qualität haben. Weiterhin habe ich die Kapazität getestet, aber aufgrund der gleichen internen Widerstände und der Selbstentladung habe ich jetzt hier nur noch 2 Zellen getestet. Ich wollte die Dinger dann halt auch einfach benutzen. Und im Prinzip ist für mich der Test bei den Werten, besonders bei dem guten IR, eigentlich fast schon unnötig. Ich zeige euch trotzdem hier den Testverlauf. Also das Ergebnis, wie ihr seht, lag so bei 190 Amperestunden, was eigentlich deutlich unter der Angabe vom Hersteller ist. Allerdings werden erfahrene Tester sofort erkennen, dass ich einfach zu früh abgebrochen habe. Also ich habe die Abbruchspannung da ein bisschen falsch gesetzt. Also es war eher mein Fehler. Und ich habe noch einen Test gemacht und der kam dann auf die 200 Amperestunden, also auch hier alles bestens. Und ich glaube, bei den anderen braucht man es einfach nicht mehr, weil das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie sich da anders verhalten. Wie schon gesagt, ich persönlich halte sogar den Kapazitätstest von den ganzen Tests fast am unwichtigsten, da der interne Widerstand und die Selbstentladung in meinen Augen wesentlich wichtiger ist und auch der Belastungstest sehr, sehr wichtig ist, den zeige ich euch jetzt. Aber fürs Gefühl ist das natürlich immer eine gute Sache, also ich würde es auch wieder machen. Okay, der Belastungstest. Die Teile sind jetzt schon hier eine Weile im Einsatz, wie gesagt, ein paar Wochen. Und da habe ich natürlich schon mal die ein oder andere hohe Belastung dabei gehabt. Also schauen wir uns die einfach mal an und sehen wir, wie das Ding auf stärkere Belastung reagiert. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Belastung von 3,1 Kilowatt über circa 15 Minuten. Und viel mehr bekommen wir bei uns im Haus auch tatsächlich selten hin. Also bisher ist es noch gar nicht aufgetreten. Also schauen wir uns einfach mal den Spannungsdrop an bei den 3 Kilowatt ungefähr, was da passiert ist. Und ihr seht, dass insgesamt ist es ungefähr um 1 Volt runtergefallen. Also durch diese 16 Blöcke geteilt sind das dann 0,0625 Volt pro Block und das ist absolut gar nichts und für mich völlig in Ordnung. Das ist natürlich immer noch nicht bei der Maximalbelastung von dem, was die können, aber trotzdem sieht man halt, das passt schon, also das wird schon ganz gut sehen. Die Temperatur habe ich euch auch gezeigt, die ist ungefähr um 0,7 Grad Celsius gestiegen, also auch das ist relativ unspektakulär. Wie ihr seht, habe ich die Akkus hier verspannt, also mit einem Spanngurt und 2 Holzplatten. Und das liegt daran, dass prismatische Lithium-Eisenphosphat-Zellen sich beim normalen Gebrauch ausdehnen und dass es ohne Verpressung zu einer stark verkürzten Lebensdauer kommt. Also im Prinzip ist es einfach so, dass die Teile eine Volumenänderung mitmachen. Und eine Volumenänderung im Inneren ist natürlich immer ganz schlecht. Die führt nämlich im Inneren zu einer Bewegung. Und Bewegung im Akku möchte ich natürlich nicht haben. Das kann man sich vorstellen, dass das nicht besonders gesund ist. Und zwar an mehreren Stellen innerhalb des Akkus. Persönlich habe ich, wie gesagt, hier die Option mit dem Spanngurt genommen. Natürlich wäre eine andere Möglichkeit, und das sieht man auch üblicherweise, 2 dicke Platten mit 4 Gewindestangen, die man dann zusammenpresst. Das ist auch die übliche Lösung. Ich persönlich mache das lieber über die Spanngurte, da ich der Meinung bin, dass die Flächenpressung dort etwas gleichmäßiger verteilt ist. Bei Gewindestangen muss ich natürlich aufpassen, dass ich an der einen Seite nicht mehr Spannung einbringe als an der anderen. Ist im Prinzip aber, glaube ich, auch eher Geschmackssache und bei ordentlicher Ausführung, denke ich, ist auch beides völlig in Ordnung. Einige Zuschauer haben mich noch darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, zwischen die Akkus noch eine Zwischenlage an Kunststoff zu packen, da die Außenhaut im Prinzip, soweit ich weiß, auch direkt der Minuspol ist. Und wenn jemand jetzt aus irgendwelchen Gründen diese blaue Folie durchstoßen sollte, dann hätte ich natürlich einen Kurzschluss, was gefährlich ist. Deswegen, das werde ich vermutlich auch noch machen, damit das nicht passieren kann. Und ja. Okay, Kostenpunkt. Ich habe für die 16 Akkus inklusive Versand und Zoll, also es war wirklich alles drin, 1420 US-Dollar bezahlt und das waren damals 1250 Euro. Stand 29.06.2021. Versand und Zoll, wie gesagt, haben die übernommen und sich auch drum gekümmert. Ich musste wirklich nichts machen und die haben das auch ordentlich gemacht. Ich habe jetzt direkt auch nochmal 16 230 Amperestunden Blöcke auch bei Shenzhen Basin bestellt, da die gerade relativ günstig zu haben sind. Im Preis dafür waren am Stand 12.11.2021 1580 US-Dollar, also 1392 Euro. Und auch hier wieder Versand und Zoll inklusive. Und Versanddauer waren beim letzten Mal circa 2 Monate. Der Dirk, ein Kumpel von mir, hat das auch schon bestellt und bei ihm waren es auch circa 2 Monate, also alles ungefähr gleich. Die Links, falls ihr da Interesse dran habt, sind unten und das sind nicht mal Affiliate-Links, also ich kriege keine Provision oder sonst was für die Akkus. Allerdings wissen jetzt bei der zweiten Bestellung, bei den 16x230 natürlich, dass ich diesen Kanal betreibe. Das kann natürlich sein, dass die mir dann Promoware schicken, das weiß ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Bei denen war es definitiv nicht so, da wussten die nichts davon.
das Monitoring, das BMS und Balancer stelle ich euch jetzt kurz vor. Mein System besteht im Prinzip aus drei Komponenten. Das eine ist der Raspberry Pi, der steht da hinten, ist jetzt nichts Besonderes. Der sammelt die Daten vom BMS, was ihr hier seht, und den einzelnen Modulen, die ich damals schon gebaut habe, die ich selber entwickelt habe. Der sammelt die Daten vom Wechselrichter und von den Temperatursensoren, also dem hier zum Beispiel. Zudem steuert er das Schütz da hinten. Das ist einfach ein dickes Finderschütz, was quasi im Notfall den Akku vollständig trennt. Neben dem Schütz habe ich halt zusätzlich noch dieses JK-BMS, also von G-Kong heißt das, wo halt 16 Ausgänge dran sind. Also quasi an, erst ist hier immer die Differenzen der Spannungen halt. Seht ihr hier überall die kleinen Käbelchen, die gehen ins BMS dran und hier zwischen den Minuspol geklemmt. Wenn da irgendwas nicht stimmt, trennt auch das BMS hier alles auf. Weiterhin hat der Raspberry Pi, da habe ich mir eine Oberfläche zusammen mit Grafana irgendwie zusammengebastelt und die könnt ihr auch hier nochmal sehen. Ich zeige euch, wie das aussieht. Ich sehe hier irgendwie, wie viel Energie kommt rein oder raus oder wie die Temperatur aussieht. Also damit kann ich halt irgendwie so ein Logging machen, was ziemlich cool ist und die ganze Anlage gut überwachen. So, das JK-BMS ist echt eine ziemlich coole Sache. Das habe ich auch neu. Das kommt daher, dass es bei uns im Forum fast alle irgendwie mittlerweile verwenden und ich da eigentlich sehr viel Gutes drüber gehört habe. Und das Teil ist ziemlich cool, weil es ist nicht nur ein einfaches BMS. Das hat auch noch einen 2 Ampere aktiven Balancer drin. Also das heißt, das balanced das Ding auch noch gleichzeitig. Also es ist wirklich so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, wenn ich ganz ehrlich bin. Und es hat die typischen Schutzfunktionen, also bei Über- und Unterspannung und Temperaturproblemen trennt er den Minuspol. Ne? Also das heißt, ich habe wirklich zwei verschiedene Systeme, die beides checken, was ziemlich cool ist. Zudem hat das Ding Bluetooth und lässt sich auch über ein Arduino auslesen, was ich jetzt auch machen wollte. Ein Mitglied von unserem Community-Forum namens Scotty hat tatsächlich uns eine kleine Software geschrieben, die wir uns einfach auf ein Arduino draufpacken können. Und dann können wir das einfach direkt nutzen und per MQTT übers Netzwerk versenden. Ja, also vielen Dank, Scotty. Mega geil, was du da gemacht hast. Super praktisch. Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Ist für jeden frei. Das Teil hat sogar eine Smartphone-App und das Coolste ist, die funktioniert tatsächlich richtig gut. Hier oben könnt ihr das sehen. Man kann damit alles einstellen, auslesen und es funktioniert tatsächlich. Also das ist ja voll oft bei den China-Sachen, dass es nicht so gut läuft, aber hier wirklich 1A. Also ich bin von dem Ding wirklich total begeistert und kann wirklich nichts Schlechtes drüber sagen. Ich habe auch unten für euch noch einen Link zu dem Shop von dem BMS reingestellt. Den haben wir bei uns im Forum als vertrauenswürdig eingestuft. Checkt es aber lieber nochmal bei uns im Forum. Da ist nämlich immer alles etwas aktueller als das, was ich jetzt hier habe. Da es leider auch viele Shops gibt, die ziemlichen Schund da versenden, was das Teil angeht. Also passt da ein bisschen auf, bitte. Zusätzlich neben dem 2 Ampere Balancer werde ich selber noch einen wesentlich stärkeren aktiven Balancer entwickeln und den neben dem hier einbinden, weil 2 Ampere für die Größe, besonders wenn die neuen Blöcke noch dazukommen, viel zu wenig und zu schwach sind und ich da auf jeden Fall alle immer schön in Balance haben will, um das Maximum des Akkus rauszuholen. Außerdem will ich mich auch einfach nicht um den ganzen Kram kümmern wollen. Genau, ich hoffe, dass ich dazu bald komme. Spätestens, wenn die neuen 16 Blöcke da sind, werde ich es wohl benötigen und dann auch machen. Falls ihr noch irgendwie offene Fragen habt oder so, dann kann ich gerne nochmal einen Livestream für euch anbieten. Dann könnt ihr alle eure Fragen loswerden. Schreibt mir dann einfach kurz einen Kommentar, dass ihr euch wünschen würdet, dass ich das mache. Und wenn genug Anfragen kommen, dann können wir das super gerne einrichten. Gar kein Ding. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da, schenkt mir ein Like. Ich freue mich wirklich sehr über sowas und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.